Hallo Wohnmobilfreunde, heute wollen wir eine Radtour von St. Peter zum Hexenloch machen. Zurück fahren wir dann durch das Glottertal. Kommt einfach mit! Zunächst fahren wir auf der Straße nach St. Mergen. Das geht gut, es hat nicht viel Autoverkehr. Von dieser Panoramastraße haben wir immer wieder herrliche Ausblicke über den Schwarzwald bis hinüber zum Feldberg. St. Mergen erkennt man von weitem an den zwei gelben Kirchtürmen des ehemaligen Klosters. Dann fahren wir weiter in Richtung Turner. Am Ortsende von St. Mergen sehen wir das schöne Naturfreibad. Hier befindet sich auch ein großer Parkplatz, den wir auf Park for Night gefunden haben. Etwa auf halber Strecke zur B500 geht es links ab in Richtung Hexenloch. Eine schmale und kurvige Straße führt hinunter ins Tal der wilden Gutach.
Wir erreichen die Hexenlochmühle, in der sich heute ein Restaurant befindet. Das Sträßchen führt uns weiter hinunter durch das verträumte Tal, vorbei an einsam gelegenen Schwarzwaldhäusern. Das Tal wird weiter und die Straße breiter. Und bald erreichen wir Simonswald. Ab hier folgen wir dem Radweg nach Waldkirch und weiter zum Glottertal. Wer die Straße meiden möchte, kann hier bis zur Kirche den Radweg nehmen. Jetzt müssen wir nur noch die Straße hinauf nach St. Peter. Nach einer schönen Radrunde kommen wir wieder bei unserem Wohnmobil an. Viel Spaß im Schwarzwald wünschen Renate und Bruno.